Juhu, meine lieben störrischen Freunde, und weiter geht's mit Dying Light mit The Big Dom. Dom. Wie immer. So, weiter geht's. Ja, Was? Was sagst du? Ich hab gedacht, du machst dich als erstes. Achso. Hast du doch. Hab ich, oder? Ja. Nee, hab ich nicht. Ist egal. Willkommen bei einer neuen störrischen. Nee, warte mal. Hallo Leute, bei einer neuen störrischen Folge mit Big, und dann kamst du, genau. Wo muss man hin? Dahinter. So. Jetzt quatschen wir hier total und ja. Wissen gerade, wo wir hin müssen. Wir wollen zu Rice. Stellen Sie sich bei Rice vor. Bei dem Sack Reis. Reissack. Reissack. Da hat sich hier klar angefallen. Ich bin vorbei und tschüss. Wie Formel 1 Auto. Ja, wo sind die Motorengeräusche? Nee. Nee. Warte mal hier, Dominik. Hier gibt's schon einen Haufen Zeug drin. Denkst du? Ich weiß es nicht. Sah so aus. Was zum Knacken? Aber keine Nüsse zu knacken. Da geht's hoch. Was zum Knacken? Oh, schwer, Alter. Es gibt sogar sehr schwer. Sag mal. Bing. Boah, ich hab's offen. Du noch nicht, oder was? Doch, jetzt. Boah, zwei Portemonnaies sind da drin gewesen. Noch eins, drei. Und eine Kosmetiktasche. Licht an hier. Müll. Mir ist nichts. Na, sag mal, heb doch die Schnur auf. Die Schnur, was ist denn die Schnur gehabt? Na, da in dem. Ist auf jeden Fall im Kühlschrank, Dominik. Kaffee im Kühlschrank? Okay. Da bin ich jetzt an der Kaffeemaschine. Ne, hier ist noch ein Schrank. Wo? Den habe ich leider nicht gesehen. Süßigkeiten, die fress ich gleich her damit. So. Ist auch noch was? Sägeblatt, Junge. Die Kasse? Kasse, hier ist noch Kaffee und was weiß ich noch alles. Ist auch noch was. Aua! Hey, wieso habe ich jetzt Schaden gekriegt? Oh, ich auch. Hier brennt irgendwo was, glaube ich. Lebt noch. Hinter uns. Ich glaube, jemand labert hier, Dominik, oder? Ja, hier ist ein Händler. Ach, echt? Ein Händler. Juri, hu. Verkauft er denn schönes? Nichts wahrscheinlich, wa? Na, lila eine Waffe. Aber nicht für das Geld, Alter. Nee, das ist zu heftig. Für dein Schnäppchen bist doch. Ich habe auch keine gekauft. Du bist ja viel zu teuer, du Kunde. Kannst du höchstens was verkaufen? Oh. Bisschen Zigaretten. 14 Pakete, Junge, hier. Ja, du kannst immer noch alles kaufen. Oh, fast Knochen gebrochen. Bist du mein Freund? Ist da oben was? Ich bin schon hier unten. Sicherheitszone. Gab's doch die zwei Hilfekästen. Ach echt? Hast du wohl gemerkt oder was? Klar, hier die zwei Garagen. Ach hier, und zwei die Garagen hier. Die kann man sich auch merken, das stimmt, da hast du recht. Schnur. So, da wollen wir mal. Oh, da ist da jemand, Dominik. Das ist der Händler. Nee, das ist der Händler. Ach, ich dachte, der ruft nach uns, dachte ich jetzt, wisst ihr? Hier ist auch noch was drin, Dominik. Ich glaube, hier war auch ein Haufen Zeug drin in der Apotheke hier.
Ja, auch. Wo? Oder auch nicht. Ja, hier war nichts. Doch, hier ist noch ein Schrank. Oh, ist auch noch ein Schrank. Alter. Boah, nichts drinne. Drüben ist auch noch ein Schrank, anderen Bude. Ansonsten hat hier keiner mehr was reingelegt. Schön. Muss man irgendwie so komisch hochhüpfen, gell? Oder ist hier die Tür offen? Nee, die Tür müssen wir doch auch aufgemacht haben, oder? Ja, stimmt, hast recht. Oder auch nicht. Nee, oder auch nicht. Jetzt müssen wir es ja hinkriegen. So, knack mal erstmal einen Krankenwagen auf. Knack mal auf. Ach, das. Kommt ein Airdrop. Echt? Ja. Wo ist der? Wollen wir hin oder was? Na dann, let's go. Knochen gebrochen. Ich bin genau hinter dir, Dominik. Ja, ich renn schon mal. Wir sind die Ersten. Hinter mir. Spinnst du oder was? Aber mit die ersten kommt keiner mehr oder was von den Kunden, gell? Keiner mehr. Und da waren wir einfach schnell genug. Mhm. Fackeln. Aber als ich auch alleine gespielt habe, ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass der Airdrop kommt immer so ungefähr in deiner Umgebung runter. Soll es ja auch sein eigentlich, oder? Ja, das wäre ja scheiße, wenn du übelst weit laufen musst. Ich würde nochmal in die Apotheke. Da war nämlich, glaube ich, ein Haufen Zeug, oder? Nee, wo waren das jetzt? Ach, hier vorne. War das hier vorne? Hier ist auch ein Polizei-Dings. Nicht so. Ja, ich habe eine Granate geschmissen. Machst du sowas? Granatenschmeißer. Hallo, Sicherheitszone. Müssen wir denn eigentlich hin? Darüber müssen wir eigentlich, gell? Eklig, wie es hier aussieht, eklig. Ah, das ist. Ein Speed drauf, ey. Boah. Okay, geh weg. Bin hier. Dann wünsch mir Glück. Viel Glück, Bruder. Du wirst es brauchen. Nicht schießen! Was willst du, ihr Scheißkerl? Ich will Raiz sprechen. Brecken schickt mich. Brecken? Das Arschloch vom Turm? Na gut, was will der Kerl denn? Es geht um ein Geschäft. Was für ein Geschäft? Das geht nur Raiz was an. Nicht seine Handlanger. Na gut, lass ihn durch. Das wird bestimmt lustig. Alle ab. Sicherheitszone, Junge.
Auf zum Reis. Ja, dann geht's mal los hier. Los, 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 los! Geht's hier. Und noch eine Runde. Wie lange sind wir schon Freunde, Osman? Wir sind schon sehr lange Freunde. Deshalb bin ich auch sehr überrascht, dass du mich bestiehlst. Sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Und jetzt hast du die Wahl. Einfach die rechte Hand oder die linke. Links. Aua. Oh. Von hier oder von dir aus gesehen? Vor allem rechts, damit tust du doch mal den Arsch abputzen. Oh, scheiße. Mit links. Ist nicht gut. Oh ja, das stelle ich mir auch schwierig vor. Dann lass ich mal mit dem Finger im bist schon. Ich bin geschäftlich hier. In der Grotte. Nicht in der Grotte, aber in der. Schwere Zeiten. Und was kriege ich dafür? Nix. Deine Dienste? Deine Treue? Vielleicht sollte ich beides nehmen. Sprich mit Karim. Er gehört zu uns. Tu, was er sagt. Dann gibt Reis deinen Leuten vielleicht etwas Antizin. Verstanden? Hab wohl keine Wahl. Gut erkannt. Oh, krieg mal die Marede, die da liegt, oder was? Jawohl. Das weiß ich nicht. Ich hab's aufgehoben. Gibt's hier was Schönes? Nee. Schau, wir müssen hier rein, ne? Dim, dim, dim. Ich habe Raiz getroffen. Das Blut, dass es immer weggeht. Ja, das frage ich mich auch, ey. Ich drück auf jeden Fall nicht. Mich auch nicht. Ich komisch. Nee, ich glaub bitte schon. Turgesachs. Da bist du ja. Reis sagte, du würdest kommen. Ich bin Karim. Crane. Ein Amerikaner. Hab einen Onkel dort. Lebt in Texas. Kommst du aus Texas? Bist du ein Cowboy? Aus Chicago. Okay, Al Capone. Wir bleiben per Funk ständig in Verbindung. So weiß ich, dass du auch da ankommst, wo du hin sollst. Und wo genau ist das? Du wirst auf Antennenmasten steigen, um Kurzwellenregler einzuschalten. Die meisten meiner Männer sind zu lahm, zu fett oder zu besoffen, um so eine Aktion lebend zu überstehen. Wenn ich das mache, kriege ich das Antizin? Das liegt ganz bei Reis. Ich kann nicht für ihn sprechen. Vermass es nicht. Er mag es nämlich nicht, wenn man ihn enttäuscht. Ja, schön. Gibt's hier hinten was? Kann man was kaufen oder was? Entwurf gibt's. Ein Entwurf? Ich hab keinen Entwurf. Bei mir hat der einen Entwurf, der Typ, ja. Echt? Ach, hier unten. Aber nur in grauen. Bei mir war er grün. Okay. Dann weiß ich auch nicht. Willst du dich uns anschließen? Im Leben nicht. Leben nicht. Bist du raus oder was? Oder was machst du? Weiß nicht, wer du bist. Oder? Ist mir auch scheißegal. Geh mir aus den Augen. Ich bin wieder da. Hallo? Hier kann man schlafen. Ach echt? Tatsächlich. Na, müssen nicht schlafen. Noch nicht. Das stimmt. Ich habe einen Typen namens Karim getroffen. Er ist... Karim. Müssen wir da raus, oder was hier? Ist nicht weit weg. Hoch, Junge. Wie ist eine Kiste, Dominik? Ich komme. Offen. Palim, palim. Hier ist eine Schaufel drin.
Ach, wir müssen telefonieren. Ach so. Funken. Crane. Bericht. Hab Raiz getroffen. Kein Zweifel. Er ist Suleiman, ein echter Psychopath. Vom skrupellosen Politiker zum verkackten Warlord. Weiß er, dass Sie für uns arbeiten? Nein. Für ihn bin ich nur ein weiterer Turmbewohner, den er Faxen machen lässt, bevor er ihm Antizin gibt. Verstanden. Fahren Sie fort wie gehabt. Wir brauchen die Unterlagen. Toll. Crane Ende. Funkantenne. Okay. Funkantenne. Ach, da kommen wir, guck mal, da kommen die Unterschlüpfe auch gleich frei machen. Jetzt da hoch, ja, glaub. Warte, ich fühle noch mal hier rein. Jetzt ist noch irgendwas drin, oder? Nee. Ist ja gar nichts. So. Hier ist auch nichts, oder was? Nee. Unterschlüpfe, wo meinst du? Ach, hier gleich rechts oben. Die zwei genau. Stück können wir mitnehmen, gell? No. Sind quasi zwei Stück. Was genau soll ich jetzt machen? Der Funkverkehr ist seit der Quarantäne ziemlich unzuverlässig. Diese Modulatoren verstärken das Signal, damit Raiz mit den Außenposten am Stadtrand kommunizieren kann. Das ist für alle von Vorteil, nicht nur für Raiz. Vielleicht, aber der Kaiser muss sein Reich überwachen. Irgendwo ging es hier hoch, glaube ich. Da. Auch gerade, hier geht's hoch. Gut, da vorne braucht jemand Hilfe. Wo? Jo. Wo? Warte, ich bin auch da. Ich komme. Ah, hier. Dicker. Du bist erledigt! Ende Gelände! Heile mich los! Tot oder was? Tot, alle tot. Ich habe keine Ahnung, was die wollten. Auf jeden Fall hatten sie nichts Gutes im Sinn. Und das glaube ich auch nicht. Was gab's? Gab's was? Na, du musst uns eigentlich was geben. Ey, der ist einfach. Uns was. Warum geben die uns nichts? Ah, jetzt. 300. Mir hat er nichts gegeben. Mir hat er jetzt auch nichts gegeben, sonst gibt er dir Geld. Naja, dann halt nicht. Dann halt nicht, da leckt er mich. Oh, ich glaube. Was ist jetzt? Ich glaube, ich muss gleich mal auf Toilette. Das wollen wir jetzt alle wissen. Verstehst du? Ja. Ich kann mich ja nicht einfach verdünnisieren. Du kannst ja sagen, du musst mal groß. Ja, oder das auch, ist wohl besser. Oder auch klein. Das weiß ich nicht so genau. Ich glaube das Erstere. Also ich bin oben, du? Ich auch. Ja, irgendwas Licht an. An. Sehr schön. Unterschlupf freigeschaltet.
Outfits. Kurier. Achso, das ist jetzt immer frei. Superstar. Sportler. So, ab zum nächsten. Beziehungsweise. Wie ist noch was, Dominik? Ein Überlebender. Was ist das? Ach so. Das, doch, wir haben doch was gekriegt, Dominik. Da muss doch was sein. Wir waren irgendwo. Bist du runtergehüpft? Ja. Ich hab da nichts gesehen. Ah. So, jetzt tut's mir doch leid, Leute, aber ich muss. Sonst. Ach hier. Ist vorbei. Belohnung Vollstrecker haben wir gekriegt. Ich bin mal kurz weg. Ja, geh mal kurz. Halt alleine. Oh. Mit mir. Riegel, ich hau mir Riegel rein. Da geht man hier hin. Das kann ja gar nicht sein. Oh, hier ist er. Sehr schön. Warum sind die jetzt nicht aufgestanden, die zwei Hornies? Hatten anscheinend keine Lust. Können wir gleich hier oben die auch noch holen, die Bude. Das ist natürlich optimal. Oh, hier ist eine Erdbock, Dominik. Da ist irgendwas, glaube ich, da vorne. Oder waren wir da schon? Ja, warum ist denn der Reis? Das frage ich mich auch gerade. Aber der ist gar nicht auf der Karte, Dominik. Oh, hier ist auf jeden Fall eine weiße Kiste. Ne, hier sind zwei. Da könnte besonderer Loot drin sein. Aber da müssen wir die zwei Dicken niedermähen.
Oh, echt? Zwei ja auch noch. Wenn man die einfach nur weg. Kann man die weglocken? Warte, nee, warte mal. Du hast's ausgemacht. Gar nicht seine. Oh, jetzt. Jetzt, wo ich an die Box gehe, macht er was. Da ist sie. Na gut, da müssen wir sie töten, Dominik. Voll ins Gesicht das Ding, aber geil. Aua. Nochmal ins Gesicht. Oh, wer war denn das jetzt? Das war ich. Mann. Sie aushält. Oh, pass auf, Dominik. Ich hab Blatt. Wahnsinn, du, das hast du gut gemacht. Der erste ist tot. Noch den zweiten. Oh. Das tat weh. Ja, gut. Beide tot. Schwer. Schön. Und klappt das bei dir? Ach, bei mir ist ein Messer drin. Naja, ein blaues. So gut, blau ist doch schon mal gut. Ja, was hast du denn jetzt auch verlangt? Ja, wir haben mit zwei große niedergemäht. Ja, so ist es halt. Halt nicht alles im Leben haben. Da wird doch ein großer, gell? Ja. Wer ist mal vorne das Tor zu? Oh! Boah, Dominik. Mann! Oh, Hilfe! Dir ist doch nichts passiert, du hast doch gar keinen Schaden gekriegt. Stimmt, das ist recht. Konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, der hat mir den Rücken gezeigt. Ja,
kommt denn der jetzt her? Rüberküpft irgendwo. Kommt noch einer. Oh. Oh, ich drück schon immer ausweichen und trotzdem glitzt nichts. Waffe schon wieder kaputt. Jetzt war's das endlich. Oh, hat sie aber schön geklatscht eben, hm? Ja. Sicherheitszone freigeschaltet. So, meine Lieben, das war's schon wieder. Dominik ist schon wieder am Ende. Ach, ehrlich? Sagen, ja. Ich würde sagen, wenn ihr dranbleiben wollt, Daumen nach oben, Glocke aktivieren, abonnieren und ein schönes Kommentar da lassen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.